Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, heute ist Teil 2, also Thema Äste, beziehungsweise wir wollten ja den Baum eben hier nochmal fällen. Genau, ich stehe hier jetzt genau vor. Es ist einmal zwei sogar. Der hier kann sogar, ja, zwei. Und der in der Mitte, die sind tot. Die kommen da jetzt zwischen weg. Zwei. Ja, drei. Und den dritten lasse ich. Und wieder zu nackt. Genau, immer die zwei. Die fälle ich jetzt erstmal. Ich habe natürlich meine Kettensäge und Aspen und mein ganzes Werkzeug erstmal hier in die gute Schubkarre. Die grüne, rote, große, rote. Große, grüne Schubkarre. Erstmal meine. Und die neue Green Card. Und natürlich Öl, Aspen, alles mit dabei. Genau. Und wir gucken, dass wir den auf dem Land. Das ist das Beste, ja. Wir haben jetzt die freie Fläche. Ich kann den so keil setzen. Bapp, runter. Das ist das einzigste Wahre jetzt gerade, oder? Genau, wir gucken, ob ich das jetzt einigermaßen hinkriege. Genau, müsste eigentlich so funktionieren. Na gut, ich nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, wa? Ich gucke, ob die Kettensäge läuft. Meine Kettensäge habe ich vorgestern eine neue Kette gekauft. Für meine Kettensäge, die ist nun nicht so scharf. Nämlich die alte, die ging ja gar nichts mehr. Die kannst du ja in die Tonne ballern, die Scheiße. Schärfen kann man die auch, ja, habe ich auch genug geschärft und ja, das ist einfach mal so, die sind mal ab, da nützt ja nichts. Genau, ich lasse uns die Scheiße mal kurz schnien und dann halt wieder war. Der erste ist jetzt weg. Der liegt jetzt hier in Stücke. So, ich hole eben den Trecker, den Deutz. Hab so einen hier Anhänger, so einen ganz kleinen. Ich brauche nur hier ungünstig den Autoanhänger jetzt rausholen. Dann nehme ich den kleinen hier Bollerwagen, den wir haben. Und dann kann ich das wunderschön da drauf packen und dann bei uns auf dem Hof fahren, bringen. Also die Kette, die ich da drauf habe, du, wie Butter, du, Harias, ne, das ist ja der Hammer. Ja. So, für mich heißt es erstmal ein Bierchen.
Und dann diese Bestäubung nochmal wegbringen. Zum Osterfeuer hinter mir. Zum Brennfeuer, Osterfeuer nächstes Jahres. Aufräumen, Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute mal ein anderes Video, nicht so viel, Teil 2. Mehr Öster muss ich eigentlich nicht schneiden. Und das war's. Es steht noch hier 2 Bäume an. Von, ja, 2 Bäume. Einmal den da hinten. Ich weiß nur nicht, ob ich den mitfilme. Könnte möglich sein, könnte nicht sein. Nämlich, das ist ja langsam auch langweilig, wenn ihr dann hier jetzt mal diese Bäume seht, das ist auch langweilig nach der Zeit. Genau, richtig. Also es liegen noch wahrscheinlich 2 Bäume an, wie gesagt. Gucken, ob ich da nochmal filmen darf im Garten oder nicht. Genau, aber erstmal müsste ich diese, also erstmal muss das Thuja hier, was ich da liegen habe, gespaltet werden und klein gehackt werden. Also gespaltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch klasse. Ach, lecker. Kann ich nur empfehlen. So, links und rechts sind noch 2 weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Werki. Bye.